So, jetzt kommen nochmal die Hintergrundinformationen zu den Balkonkraftwerken. Also falls noch Fragen offen geblieben sind, kommen jetzt hier nochmal ein paar Details. Dazu teile ich nochmal den Bildschirm. Nein, das war falsch. Dann gehen wir mal an die richtige Stelle. Genau. Eine häufig gestellte Frage ist auch zu den Steckern. Also das, was wir aus dem Haushalt kennen, sind die Schuko-Stecker, also auch Schutzkontaktstecker genannt. Das sind die mit den beiden Rüsseln. Und manche sind der Ansicht, dass man für ein Balkonkraftwerk so einen WLAN-Stecker braucht oder auch Energiestecker. Das sieht dann so aus. Und genau, es gibt dazu eine Norm, die auf eine andere Norm verweist, in der sehr schwammig auf diesen WLAN-Stecker hingewiesen wird. Das ist also gerade ein bisschen Graubereich und auch hier wieder, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, nimmt man sich den WLAN-Stecker. Das hat man in der Regel nicht zu Hause, dann braucht man dann auf jeden Fall einen ElektrikerIn, um das zu installieren. Und in der Regel ist es aber auch in Ordnung. Also hat uns noch niemand berichtet, dass es ein Problem gewesen sei, dass man einfach den Schuko-Stecker verwendet. Dies ist halt praktischer, weil man ja vielleicht schon eine Außensteckdose, eine ganz herkömmliche Schuko-Steckdose am Balkon hat oder da, wo man das Balkonkraftwerk installieren möchte und genau, das dann auch einfacher quasi umziehen kann. Und das ist jetzt sozusagen, von hier kommt das Solarmodul, also vom Wechselrichter. Hier kommt dann auch schon 230 Volt mit der entsprechenden Frequenz raus. Und das geht dann hier in das Hausnetz. Und es ist eben auch von der Seite sicher, weil im Wechselrichter eine Regelung drin ist und die erkennt, ob gerade ein Netz da ist oder nicht. Und wenn jetzt das Stromnetz, das öffentliche Stromnetz, wo wir unseren Strom drüber beziehen, gerade nicht da wäre, dann würde hier auch kein Strom fließen. Das heißt, es ist insofern sicher, dass sich das dann sofort abschaltet, sobald es ein Problem gibt. Und genau, wie vorhin schon gesagt, also das ist auch jetzt nicht irgendwie besonders gefährlich, dieser Stecker, weil ne, der Föhn oder der Toaster, die haben 1000 Watt und haben den gleichen Stecker und unser Balkonkraftwerk hat maximal 600 Watt. Also das ist quasi alles kindersicher und genau, kann man verwenden. Und wenn man eben auf Nummer sicher gehen möchte, dann nimmt man diesen WLAN-Stecker, der sieht einfach ein bisschen anders aus und genau, ist für manche Leute sicherer. Hier ist nochmal ein kleiner Auszug von einem Formular für die Anmeldung des Balkonkraftwerks beim Verteilnetzbetreiber, sodass man mal sehen kann, was man da so angeben muss. Also es ist alles kein Hexenwerk. Hier wird das Balkonkraftwerk steckerfertige Erzeugungsanlage im schönen Bürokratendeutsch genannt, bis 600 Voltampere und Voltampere ist Synonym quasi für Watt. Und genau, hier gebe ich also Angaben zum Anlagenbetreiber an, also Name, Straße, E-Mail, Kontakt, ne? Und wo das Ganze ist. Zum Anlagenstandort muss man eben sagen, was ist meine Stromzählernummer und wo ist diese Anlage. Und für die Anlage kann man eben das Modul beschreiben und den Wechselrichter und dann jeweils, was ist die Wechselrichterleistung und wie viele Wechselrichter habe ich? Das habe ich in der Regel ein. Und die Modulleistung und die Modulanzahl und das Inbetriebnahmedatum. Also das sind alles Angaben, die wir jetzt auch sowieso haben im Zuge der Installation. Das ist also kein elektrotechnisches Meisterwerk. Und nur noch ganz kurz zum Hintergrund. Es kann auch mal sein, dass die Modulleistungen mehr als 600 Watt sind. Es darf nur die Wechselrichterleistung nicht über 600 Watt
gehen. Also es kann manchmal sein, dass wir hier mehr in den Wechselrichter reinschieben an Leistung, aber aus dem Wechselrichter darf maximal 600 Watt rauskommen. Das hat dann damit zu tun, wie viel Strom gerade produziert wird und dass es in den Spitzen mittags auch mal mehr Leistung sein kann. Aber der Wechselrichter macht das dann automatisch, dass er maximal 600 Watt auch einspeist in unser Hausnetz. Genau, und das Beispiel hier ist eben aus Kassel, von den städtischen Werken Netz und Service. Sieht aber eigentlich bei den meisten Netzbetreibern sehr ähnlich aus. Und genau, das Marktstammdatenregister, also diese Inventur für die Energiewende, hatte ich auch schon genannt. Das findet man hier im Netz. Da kann man sich auch mal, wenn man interessiert ist, die Daten angucken. Was ist eigentlich gerade alles installiert in Deutschland? Und die Daten, die man dort eingibt, sind eigentlich sehr ähnlich. Also auch wieder Adresse, Ansprechperson, Zählernummer, Modulleistung und Wechselrichterleistung. Und das war es dann auch schon. Genau, so viel zu dem Hintergrund.